Die verheerenden Unwetter und der intensive Starkregen am Wochenende des 5. und 6. August 2017 hat in der Obersteiermark und hier speziell in der Stadtgemeinde Oberwölz starke Unwetterkatastrophen ausgelöst. Hunderte Menschen sind davon betroffen. Ja, der vielleicht zurückgreifen. Heute vor 14 Tagen hat sich die Serie angefangen. Da haben wir schon schwere Unwetter gehabt, aufgeräumt. Wochen später wieder schwere Unwetter, aufgeräumt. Freitag, Vorwetter, Donnerstag, Unwetter. Samstag, Freitag dann Besenrennen um 14 Uhr. 17 Uhr Gewitterzelle, Großeinsatz. Alle verfügbaren Mittel, schwere Gewitterzellen über das ganze Gemeindegebiet. Immerhin 20.000 Hektar, was betroffen sind. Und massive Abgänge, aber sehr viele Wege. Infrastruktur schwer beschädigt, viele Gehöfte nicht erreichbar. Die Hochwasserschutzbecken, die wir errichtet haben seit 2012, immerhin um 4,5 Millionen Euro, das hat gehalten. Wir waren an der Grenze, weil sie haben gehalten. Aber im unteren Bereich, wo die Maßnahmen noch nicht fertig sind, haben wir natürlich massive Schäden. Und vor allem das Schütteltal hinein, immerhin, das ist 15 Kilometer lang, erodiert so stark. Wir haben da teilweise Vermurrungen, also 200 Meter lang, 40, 50 Meter breit. Und das muss alles durch Oberwölz durchhausen, dieses Geschiebe. Und das war der Hotspot. Wasserschäden und Zerstörung durch Schlammmassen sind vielerorts zu verzeichnen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Niederwölz ist natürlich sofort hierher gekommen und hat das Ganze unterstützt. Wie haben eure letzten Stunden da im Einsatz ausgeschaut? Ja, für uns war es am Freitag am Abend, haben wir mir ausgeguckt. Wir haben vor allem den unteren Bereich der Gemeinde Oberwölz, Bachern, Schiltern, dort unsere Tätigkeit verrichtet. In Niederwölz selbst noch den Hochwasserschutz aktiviert, der was zum Aktivieren war, und eben die Kameraden in Oberwölz so gut als möglich unterstützt. Von der Bundesebene angefangen mit Bundeskanzler Kern, Bundesminister Kurz bis hin zur Landesebene mit Landeshauptmann Schützenhöfer, Landeshauptmannstellvertreter Schickhofer und Landesrat Seitinger waren viele Politiker zu einem Lokalaugenschein in Oberwölz. Dabei waren sich alle Politiker einig, dass Soforthilfsmaßnahmen für alle Betroffenen absolute Priorität haben. Die finanzielle Unterstützung, die wurde uns zugesagt. Es war gestern Landesrat Seitinger da. Am Abend hat mich der Sebastian angerufen. Entschuldigung, der Herr Außenminister, wir kennen uns von Skifahren her. Darum, in der Früh hat er mich angerufen. Also, ja, so gefreut, wie man da kommt. Jetzt ist er mit dem Herrn Landeshauptmann miteinander. Dann waren sie kurz da, ohne Presse, ohne irgendetwas, waren sie vor Ort. Und eben jetzt Nachmittag der Herr Bundeskanzler mit dem Herrn Landeshauptmann, Stellvertreter Magister Schickhofer, haben auch volle Unterstützung so gesagt. Aber es geht uns nicht allein ums Geld. Wir haben auch noch massive Probleme. Was tun wir, wenn übermorgen die Regenfälle wiederkommen? 10 Häuser sind nicht beziehbar, rutschen die ab, halten die. Wir haben Szenarien gehabt oben am Gelsee, muss ich Danke sagen der Familie Gel, die haben die Situation oben so in den Griff gehabt, damit da nichts passiert ist, weil wenn der See übergangen wäre, was wäre dann gewesen? Jeder hat sein Schäflein dazu beigetragen und natürlich die Unterstützung herunten, WLV, Feuerwehr, ganzen Bezirk, allen ein Dankeschön. Es waren ganz dramatische Tage hier in Oberwölz, aber was man gespürt hat, es waren ganz viele Menschen betroffen, aber ganz viele Menschen haben auch sofort geholfen, und das macht den Zusammenhalt in der Steiermark aus, dass es immer Menschen gibt, die für die Steirerinnen und Steirer da sind, wenn sie in Not sind. Wir haben geholfen gemeinsam mit den Feuerwehren, der Polizei, der Wildbach- und Lawinenverbauung, die Hubschrauber des Verteidigungsministeriums, des Innenministeriums haben uns geholfen in der ganzen Steiermark. Also es hat sich einfach gezeigt, es war ein schlimmes, ein tragisches Ereignis. Es ist wichtig, in den Klimaschutz zu investieren, weil das ist die eigentliche Ursache. Aber hier haben alle zusammengehalten und rasch geholfen. Und auch finanziell wird es dann diese Hilfe auch geben? Selbstverständlich. Heute war ja auch der Bundeskanzler da. Wir haben gesagt, jetzt geht es darum, dass wir an einem Strang ziehen. Bund und Land halten zusammen und wir werden die vielen Privaten unterstützen, aber selbstverständlich auch die Gemeinden, und der Bund wird auch bei den Straßenschäden mitfinanzieren. Also wenn Sie an die Sölkpassstraße denken, allein das kostet 4,5 Millionen Euro. Da ist es wichtig, dass wir die Zugänglichkeit möglichst rasch wieder organisieren können. Wollen wir nur hoffen, dass sich die Wetterlage beruhigt und weitere Katastrophen ausbleiben.